Na gut, und nachladen dürfte jetzt auch ein bisschen schneller gehen als vorher. Das haben wir aufgebessert. Ja, das macht viel aus. Das war vorher unglaublich quälend, das Nachladen. Cool, die Waffe wurde jetzt irgendwie um 1000% verbessert. Ich glaube, wir brauchen ein Pflaster oder vielleicht ein Verband. Wir sind ein bisschen kaputt. Vorsichtshalber mal heilen. So, was machen wir jetzt heute noch? Wie gesagt, ich möchte jetzt die Hauptquest gar nicht mehr vorantreiben eigentlich. Ah ja, genau. Ich wollte schauen, ob wir vielleicht doch noch den Riesen finden. Den riesigen Kerl. Der ist aber am anderen Ende der Stadt. Wo ist der nächste Wyvern? Direkt, wo mein Charakter hinschaut, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Dann fahre ich schnell zum Food Delivery Service, wo der arbeitet. Da ist er nämlich öfter anzutreffen bei den Mülltonnen. Jetzt habe ich die Hauptquest ausgelöst, oder wie? Zack, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir Galinas Puppe dorthin zurückbringen, wo sie hingehört? Nein, Zack. Nicht in die Asservatenkammer. Die Puppe hat ja nichts weiter mit dem Fall zu tun. Ich meine den Ort ihrer Erinnerung, den Danny uns gegenüber erwähnte. Die Hollywood-Schaukel im Garten ihres Anwesens. Jedenfalls besser, als sie auf ein leeres Grab zu legen, denkst du nicht? Das ist eine coole Idee. Und ist das jetzt eine Nebenquest oder so? Nee, ist das rein optional? Interessant! Das könnten wir noch machen. Finde ich cool. Aha, das steht da tatsächlich. Dann ist er wahrscheinlich nicht der, der uns attackiert hat. Wer war denn dann der Riese? Der Riese, der die Leiche geklaut hat und uns attackiert hat. Das ist wirklich... Agent York. Bin ich gespannt. Why? Bin ich gespannt, wie es weitergeht. York, bist du stark? Ob ich stark bin? Tja, das ist relativ. Im Vergleich zu dir bin ich eher schwach. Ich habe gehört, dass du böse Menschen einfängst. Das kann man nicht machen, wenn man schwach ist. Da hast du wohl recht. Wenn es um Kriminelle geht, bin ich tatsächlich sehr stark. Ich bin stark, ganz doll stark. Aber ich habe Lies nicht helfen können. Ich bin eigentlich schwach. Avery, du mochtest Lies wirklich gerne, hm? Hast du irgendeine Ahnung, wer der Mörder sein könnte? Da sind wir schon ein bisschen zu weit in die Story, damit der Dialog Sinn macht, aber gut. Mörder? Was bedeutet Mörder? Ein Mörder ist ein sehr böser Mensch, der jemanden anderen getötet hat, Avery. Ich weiß, wer die Bösen sind. Wenn es dunkel wird, kommen die roten Geister. Die sind ganz böse. Und diese roten Geister haben Lies getötet? Die roten Geister sind böse. Die roten Geister sind schlecht. Aber ich kann sie nicht wegmachen. Alles in Ordnung, Avery? York, du musst die bösen Geister wegmachen. Du bist doch ganz doll schlau. Du musst die roten Geister wegmachen. Bitte, ich gebe dir auch ein Geschenk dafür. Er möchte, dass wir uns um seine roten Geister kümmern. Vermutlich meint er damit die roten Schatten, die nachts in der Stadt erscheinen. Die tun so, als wäre das ganz normal. Als wäre das Normalste auf der Welt, dass um Mitternacht rote Geister kommen. Was meinst du, Zack? Wollen wir dem traurigen Riesen seinen Wunsch erfüllen? 30? Ja, natürlich. Natürlich machen wir das. Das ist ja voll cool.
So, das ist nicht die Hauptquest, die Puppe jetzt dahin zu bringen. Das ist anscheinend optional. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist cool. Das machen wir. Das ist auch keine offizielle Nebenquest. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es klingt interessant. Okay. Dann los. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die Schaukel ist, weil die war mal auf einem Foto. Das mit den Fotos, die man suchen muss, ist wirklich eine gute Idee, um sich in der Spielwelt zu orientieren. Ich erkenne ganz viele Gebäude jetzt quasi wieder, kann mich an ganz viele erinnern, dass ich ansonsten unmöglich wiederfinden würde. Ja, deswegen weiß ich, glaube ich, welche Schaukel die meinen, nämlich die hier. Do you think Patty's okay? She acts strong, but it seemed like she was... Genau. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Oh, hallo Daniel. Machen Sie sich keine Gedanken, ich bin schon fertig. Und womit, wenn ich fragen darf? Das... Das ist doch... Wo hast du... Ich bin im Verlauf meiner Ermittlungen zufällig drüber gestoßen. Das ist tatsächlich, man muss die Puppe, glaube ich, nicht aufheben an der Stelle. Die haben wir wirklich einfach mitgenommen, weil wir so verdammt cool sind. Finde ich cool. Galina war auf der Suche nach dieser Puppe, als sie auf der Plantage verhaftet wurde, und ich dachte mir, dass es sich dabei um dieselbe Puppe handelt wie die, die sie einmal erwähnten. Ah, verstehe. Ist das der Ort, an dem sie Pläne für ihre gemeinsame Zukunft schmiedeten? Damals, ja. Das war eine schöne Zeit. Sie hatte Träume, ich hatte Ambitionen. Ich wurde zu einem Clarkson und war von da an von allen gefürchtet und respektiert. Und eine echte Prinzessin bekam ich auch noch dazu. Und standen alle Türen offen. Da hatte ich auch noch meinen rechten Arm. Ich war drauf und dran, ein König zu werden. Nein, warte. Nein, so war es nicht. Dir brauche ich es doch gar nicht zu erzählen. Keiner respektiert mich. Alle sehen zu mir auf. Was? Alle sehen sie nur auf mich herab. Machen sich lustig. Der Versager aus Kalifornien, so nennen sie mich hier hinter meinem Rücken. Aber was bleibt mir anderes, als mich an dieses Haus zu klammern? Was blieb mir, als an der Seite meines Juwels zu bleiben? Ich hatte ja sonst nichts. Und jetzt habe ich alles verloren. Das sehe ich anders. Immerhin sind sie noch am Leben. Beißen Sie die Zähne zusammen und leben Sie weiter, Daniel. Galina und Lise hätten das sicher auch gewollt. Meinst du? Vielleicht. Ja. Hey, für jemanden, der keine Ahnung hat, klingst du ziemlich überzeugend. Gesundheit, Gifttoleranz, Alkoholtoleranz. Keine schlechte Puppe, aber naja. Da, nimm, als Dank. Dem FBI will ich nichts schuldig bleiben. Sieh her, mein Juwel. Ich werde weiterleben. Und zwar als ein echter Clarkson. Der ist in Ordnung, Zack. Er hat offensichtlich weder Dreck am Stecken, noch irgendwo das Sagen. Diese ständige Angeberei ist sicher nur eine Art Schutz, um nicht von diesem Monstrum namens Clarkson-Familie verschlungen zu werden. Ach ja, Zack. Das hier hast du bekommen.
Als Agent des FBIs kann ich sowas schlecht annehmen. Besonders, wenn es so kostbar ist. Deshalb hast du das bekommen, nicht ich. Alles klar, Zack? Geniales Schlupfloch, das unser unbestechlicher FBI-Agent hier hat. Die Bestechung überlässt er seiner gespaltenen Persönlichkeit. Ist ja nicht er. Hat ja er nicht angenommen. Ob er damit durchkommen würde? Ich weiß nicht, ob er mit einer gespaltenen Persönlichkeit lange FBI-Agent bleiben würde. Aber wenn er wirklich genial ist und alle Fälle löst und so. Wer weiß. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir hier noch ein Foto schießen. Für unser Sammelalbum. So. So. What? Müsste ungefähr hier sein, ne? Bisschen weiter zurück. Ja. Da ist es. Sehr gut. Hätten wir das auch. Ist hier hinten sonst noch ein Foto zu machen, solange wir noch hier sind. Was das ist, weiß ich echt nicht. Aber das muss ich mir auch mal in groß anschauen. Das ist hier. Das. Ja, das könnte man. Okay, machen wir das. Moment mal, das ist doch auch die Clarkson Villa. Von vorne wahrscheinlich, oder? We've been in this town for longer than we originally. Sieht irgendwie schon. Nee, warte mal, das. Das ist sie nicht. Das ist irgendein anderes Haus. Das ist nicht die Clarkson Villa. Von der Seite. Von der Seite ist sie's. Von hier so ungefähr wahrscheinlich. Oder gegenüber. Do you think Patty's okay? She acts strong. Nee. Oder doch? Doch, ich glaube, das dürfte richtig sein. Ah, jawohl. Müssen wir nur noch genau die richtige Position finden. Ah, haben wir schon. Perfekt. Cool. Na, wenn wir schon hier sind, ne? Machen wir das natürlich auch. Und ansonsten die Brücke. Genau, die Brücke machen wir jetzt auch noch. Die ist nämlich super blöd zu erreichen. Da muss man immer ziemlich weit mit dem Skateboard fahren oder zu Fuß latschen. Und wenn wir jetzt schon mal hier in der Gegend sind, machen wir das. Hey Zack. No nothing. Just felt like saying that. Ja, das ist schon gut. Seit unser Skateboard jetzt durch den Weihrauch so super schnell ist, ist man auch schneller. Captain Obvious. Do you think Patty's okay? She acts strong, but it seemed like she was deeply distraught. Where did Melvin disappear to? The same goes for her mother, Candy. We never even got a chance to meet her. Bunk und tot. Warte mal ganz kurz, weil hier kommt man auch nicht oft vorbei. Wenn hier was blinkt, nehme ich's mit. Schade, ich hätte schon gehofft, das ist der Thymian. Ein altes Seil. Naja, mein Gott. Muss mal ganz kurz schauen, weil das Häuschen hier wäre auch ein ziemlich gemeiner Kandidat für ein Foto. Aber ich glaube diesmal nicht. Aber das muss ich mir merken.
Würde mich nicht wundern, wenn das früher oder später mal verlangt wird. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Glaubt ihr, der Impossible ist genauso hoch wie der Olli? Did you notice nee. The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. So, jetzt lass uns mal schauen, wo genau wir hin müssen. Das könnte... Nee, man sieht das da. Also wahrscheinlich von der anderen Seite. Hier dann irgendwo. Man sieht keine Straße auf dem Bild, oder? Also, ach so, doch. Ich glaube, ich muss noch weiter nach hinten. Aber man sieht nur ein Stempel, ne? Es ist, aber hier könnte schon warm werden. Oh, schwer zu sagen, wo ich jetzt hier genau stehen muss. Das ist ein bisschen nervig jetzt. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen abklappern, befürchte ich. Aber es dürfte schon weit von der Straße weg sein eigentlich. Aber Bäume sieht man nicht. Ah, cool. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Hurra! Juppü! So. Gut, jetzt sind wir halt irgendwo mitten in der Prärie, müssen wir noch ein Stückchen weiterfahren. Hey Zach, no nothing. Just felt like saying that. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decomposed. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then, but this one looks... Wie spät ist es denn jetzt? Ja, komm. Wir haben nicht mehr viel Stream übrig. Dann können wir vielleicht schauen, ob wir noch ein paar Fotos machen können. Das Foto ist mir ein Rätsel, ein kleines zumindest, weil ich wüsste auf jeden Fall zwei Locations, von wo das stammen könnte. Der Zaun auf dem Bild sieht so gar nicht nach dem Gebiet hier aus. Aber die Gebäude schon. Das sieht mir eigentlich sogar sehr nach dem Gebiet hier irgendwo aus. Aber wo genau? Ist das Straße? Ja, das ist Straße auf dem Bild. Das hilft ungemein. Das heißt, irgendwo von der Straße aus muss das Foto gemacht werden. Könnte es das da sein? Nee. Eher nicht. Aber warte mal. Von der Seite? Nee. Kann nicht sein. Hier steht auch kein Baum. Der Baum. Baum ist ein guter Anhaltspunkt. Baum an der Straße muss quasi in Sicht sein. Vielleicht ist es doch beim Kühlhaus. Könnte schon sein. Ich glaub's eigentlich fast, weil es sieht eigentlich nicht so aus, als wäre da besonders viel Grünfläche zwischen. Ah, könnte natürlich auch hier drin die Straße sein, die wir da sehen. Muss ich vielleicht mal ablaufen. Oder abskaten. Musik.
Why do you think the Clarksons chose a dragonfly for their family crest? In some European countries, dragonflies are called devil's needles. And folklore suggests that they fly around, sewing up the mouths of children who don't do as they're told. In Japan, some samurai helmets are also shaped like dragonflies. There, dragonflies are seen as beneficial insects who march valiantly ahead, preying on the pests that devour crops. In other words, dragonflies symbolize opposite things depending on whether you're in the east or the west. But why did the Clarksons? Eher nicht, oder? Ich glaube, das ist eher nicht hier. Dann ist es wahrscheinlich bei der Kühlfabrik. Aber da war noch ein anderes, wo ich mir dachte, das ist wahrscheinlich der Skatepark. Bei dem, das könnte nämlich auch noch sein. Das wäre auch gemein. Aber gibt es hier irgendwo so einen Unterstand? Weil das könnte theoretisch überall sein. Ich habe mir nur gedacht, das könnte genau hier sein. Oder? Ja, nee, der Hintergrund passt nicht ganz. Es ist auch nicht nah genug beieinander. Aber grundsätzlich, diese roten Gebäude mit den Spitzdächern haben anscheinend so einen Überstand irgendwie. Könnte man mal schauen. Zum Beispiel hier. Ja, das ist es, glaube ich. Ich würde sagen, das ist es. Aber es erscheint kein Symbol. Aber das sieht sogar aus, als wäre dieser... Das passt so perfekt. Noch weiter hinten etwa? Ja, das ist es. Das ist das Rätsels Lösung. Okay, cool. Warte mal, man sieht schon die Tür. Noch. Nee. 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 Na, sag mal. Jetzt bin ich zu nah am Balken. Jetzt habe ich keinen Fokus mehr. Oh oh, ich habe keinen Fokus mehr und ich glaube, wir haben keinen Kaffee mehr. Ich habe, glaube ich, vorhin meinen letzten Kaffee getrunken, oder? Ah, shit. Ohne Kaffee kein Fokus. Kriegen wir vielleicht durch einen Snack Fokus? Nee. Durchs Rauchen glaube ich auch nicht. Ach, so nah und doch so fern, Mensch. Das nervt. Können wir nur warten, bis sich der Fokus wieder auflädt und dann hoffen. Ja, dann sammle ich mal noch eine Taubenfeder und ein altes Seil. Donk. Ich komme gleich wieder hierher zurück. Ich will nur die Zeit, während sich unsere Fokusleiste an auflädt, nutzen. Es gibt ja auch Achievements für alles Mögliche, die neue Anzüge freischalten. Und die hätte ich natürlich gerne. Und deswegen werden wir jetzt Hunde betäuben mit unseren Explosionsbetäubungsgeschossen. Weil warum nicht? Explosionsbetäubungshund! Ein Fokus hätten wir wieder, aber ich mache mal noch ein bisschen weiter, bis wir noch mehr... Kann ich die Hunde jetzt eigentlich mit unserem Impossible umskaten? Autsch. Ich werde es mal versuchen. Impossible Attack! Ich glaube, ich habe den Schaden gemacht, aber nicht genug. Aber er ist echt verwirrt anscheinend. Kann ich verstehen. Au, jetzt hat er mir Schaden gemacht. Ich find's gut.
Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Fokus. Oh, geht's wirklich nicht? Kommen wir da wirklich nicht drüber? Ich will's nicht glauben. Mensch. Okay, egal. Why do you think the Clarksons? Sehr stabiles Hütchen, sehr stabiles Verkehrshütchen, das da gerade stand. Whoa. Habt ihr das gesehen? Das war komisch. Plötzlich war das ganze Momentum wieder da, als wir den Boden berührt haben. So, what do you think of him? Yes, I'm talking. Okay, ich bin wieder hier. Spielen wir noch eine Runde Such den richtigen Platz für das Foto. Ich glaube, das war's. Ja, tatsächlich. Auch wenn das überhaupt nicht so aussieht wie auf dem Bild, passt. Puh. Er ist gezeichnet. Ach ja, fast schade, dass jetzt der Stream schon wieder vorbei ist. Jetzt muss ich bis Dienstag warten, bis ich hier weiterspielen kann. Oh Mann, ey. Also die Fotos werde ich wahrscheinlich alleine abklappern hier, was wir jetzt gemacht haben. Und die Monster nachts töten, die 30, werde ich wahrscheinlich auch alleine machen. Und nächsten Dienstag machen wir dann weiter, geben wir die Quests ab. Schauen mal, was wir dafür bekommen. Und machen wahrscheinlich auch die Hauptstory dann weiter. Vielleicht arbeite ich auch ohne Stream so ein bisschen an den Achievements. An den Stempeln. Da gibt es ja noch einige. Zum Beispiel 100 Mal den Impossible machen. Wir haben den jetzt eh schon 37 Mal gemacht. Das ging eh schnell. Noch so viel geheime Achievements. Ah, wahrscheinlich für den letzten geheimen Trick. Die verbotene Skateboard-Technik. Bin schon gespannt, was es damit auf sich hat mit der verbotenen Technik. Ob das dann irgendwas total Skurriles ist oder tatsächlich einfach ein echter Skateboard-Move. Wir werden es rausfinden. So ein paar Manuals wären gut. Oder hier zum Beispiel noch, meine Güte, die Spinnen. 750 herrenlose Hunde. Ich habe bis jetzt 78. Meine Güte, selbst bei den Eichhörnchen habe ich erst 91. 750. Ja, da kann man ziemlich lang, wenn man will, ziemlich lang Eichhörnchen verprügeln, damit man das hinkriegt. Das ist Langzeit, auf Langzeit ausgelegt, das Spiel. Jetzt suchen wir mal ein Telefon, das wir speichern können. Wo ist denn das nächste? Ah, angeblich hier gleich, in der Fabrik. Ich habe jetzt, wenn ich durch die Stadt fahre, nur noch die ganze Zeit Impossibles machen. Ah, stimmt, da vorne ist ein Telefon. Naja, können wir ja vielleicht einen 100% Run machen in dem Spiel. Machen wir mal einen 12-Stunden-Stream, in dem wir nur Eichhörnchen verhauen. Oder so. Naja, Leute. Gute Nacht. Schön war's. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich speichere lieber nochmal. Man kann nicht oft genug speichern. Bei dem Spiel vor allem. Speichere ich lieber nochmal. So gar nicht das mag in so vielerlei Hinsicht, traue ich ihm technisch nicht so ganz über den Weg manchmal. Okay, so, gute Nacht zusammen, macht's gut. Ciao. Ciao, macht's gut, auch von mir eine gute Nacht. Knusper, knabber, Knäschen. Ich habe ein Hasennäschen. Keine Ahnung.